Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück hier aus unserer kleinen Basis mitten auf dem Planeten in Satisfactory. Ich bin gut zu Hause angekommen. Ich habe mal die tierischen Reste, die wir eingesammelt haben, in DNA gewandelt und ab in die Maschine geworfen. Und auch mal das Inventar ein bisschen bereinigt. So, nun hatten wir doch eine Freischaltung gehabt für eine andere Waffe. Xenosepper ist das, was wir haben. Xenobecher. Okay. Schaden 3 und der macht einen Schaden von 1. Dann lasst uns mal ein bisschen Material holen und dann bauen wir uns diesen mal, damit ich nicht immer so viel Schaden nehme. Ja, ich könnte sie ausschalten, aber das wäre ja feige, oder? Draht war... Hier waren die Bleche drin, da war der Draht hier. Wir haben so viel davon. Lass uns mal noch ein bisschen was in den Automaten werfen. Davon und davon. Zack. Da. Noch ein paar Pünktchen verdienen für ein paar Freischaltungen. Ah, passt nicht mehr. Okay. Ja, ich weiß es doch schon. Ja. Da-dam-bam-bam-bam. Automat war hier. Da gibt es so viele tolle Sachen zum Freischalten. Ich habe mal so ein paar Rahmen, die über waren, reingeworfen. Ja, es kommt ein bisschen was an Pünktchen zusammen. Aber im Shop gibt es ja auch eine ganze Menge Zeugs, was zu entdecken ist, beziehungsweise was man freischalten kann. So, gut. Wo sind wir denn jetzt? Ah, guck mal, 13 Punkte. Da geht noch was. Da geht noch was. So, apropos, wir haben ja Festplatte gefunden. Zur letzten Festplatte, ich habe mal durchgerechnet gehabt, das lohnt sich wirklich, das Rezept für die verschraubten Eisenplatten, weil materialtechnisch habe ich 4 Schrauben oder so mehr pro Platte, aber Schrauben haben wir ja genug, die Geschwindigkeit, es gibt verdammt viel mehr Bleche in kürzerer Zeit und gerade wenn wir die dann brauchen. Ich habe mich sozusagen dafür entschieden, bei Eisenbahn kriegen wir hin. So, Belohnung haben wir gewählt. So, dann hat man noch... Achso, ich wollte mir die Waffe bauen. Nicht, dass ich es wieder vergesse. So, wir müssen... Der braucht noch 2 Sepper. Haben wir. Und jetzt bauen wir uns so einen Becher. Was ich gerade so überlege, kriegt man für die Waffen, für die alten auch Geld? Oder Punkte? Wir haben doch diesenjenigen welchen. Das ist sozusagen unsere neue Waffe. Aber was mache ich denn sonst damit? Aufheben? Macht ja keinen Sinn. So, dann lasst uns mal gucken. Diesenjenigen welchen. Da kommt er. Immer kleine Pünktchen. Oh, das gibt ja richtig Geld. Ich sollte vielleicht eine Produktion für die Becher aufbauen. Geht das? Kann man die automatisieren? Da sprengen wir ja den... Moment. Quatsch, hier wollte ich gucken. Nee, das geht nur an dem Tisch, ne? Aber das waren ja jetzt mal richtig viele Punkte. Wollen wir noch 2 bauen oder noch so einen anderen bauen? So, wir haben 2 davon. Lasst uns mal 3 machen, damit wir den Vergleich haben. So, und hier ein davon. Ja, ich werde mich jetzt nicht hinstellen und die ganze Zeit die Dinger bauen. Aber war jetzt nur mal so gedanklich. So, können wir noch so einen Container hier herbauen? So, passt mal auf. Das raus. Schade. Das ist natürlich jetzt doof, weil ich dachte, ich
könnte gerade Standard. Naja, muss ja nicht schön aussehen. So. Naja. So. Hier sind alle Punkte durch. Wir haben 487. So, lasst uns mal so ein Schning. Da kommt er. Iii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 
kostet ja nichts, sind ja nur Pünktchen. Und wir haben ja gesehen, wie schnell man die Pünktchen zusammenkriegt. Ein Rohr glatt. Na ja, komm. So, was haben wir denn jetzt? 10. Neue Gebäude, Pipeline. As Fixit amply demonstrates, you can never have too much management. Okay, stimmt. Sehe ich genauso. So, Organisation. Wir haben Schilder. Ja, die großen Schilder müssen wir noch warten. Straßenbeleuchtung. Ach, da hätte ich aber so viel Verwendung dafür. Straßenbeleuchtung. Na komm. Jetzt, wo wir den Draht als solches in Masse produzieren, Flutlichter, da sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Innenbeleuchtung. Naja. Die Straßenbeleuchtung finde ich erstmal cool. Customizer. Muster. Ja, so weit bin ich noch nicht da, dass wir ja Straßen oder sowas anlegen und bauen. Asphaltfundament. Oh, das wäre dann für die Straßen vielleicht cool. Rutschfestes Metall. Wird auf Fundament und Rahmen angelegt, irgendwie ein rutschfestes Metallfundament. Okay, sieht dann vielleicht anders aus. Betonfundament. Oh ja. Ich hätte gern das. So. Guck mal, wir haben ein Pünktchen übrig. If you sense your productivity slipping when it gets dark, don't worry, this is perfectly natural. Fortunately, Fixit lights allow you to never experience wasteful darkness ever again. Ich weiß. Wollen wir, jetzt muss ich mal als Interesse halber was testen. Wir haben da einen übrig. Können wir die auch verschrotten? Mal sehen, was dann passiert. Kriegen wir dann 10-mal Punkte. Wo ist meine Marke? Oh. Hab gesehen, was du da getan hast. Sehr kreativ, okay? Ah, im Arbeitsshop wartet was ganz Besonderes für dich. Okay. Ja, darum, wenn du ihn nicht verwenden, lieben wir allen voll. Mhm. Okay. Was ist jetzt neu? Ausrüstung. Ah, hier müssen wir als nächstes mal gucken. Wände, andere Fundamentarten. Verwaltung. Boombox. Was ist denn das? Das fixe Checkmark stellt eine Möglichkeit für Pioniere dar, sich wirklich als verifizierte Pioniere hervorzuheben. Ein kostenpflichtiges Abonnement, das ihrer Spieler-ID in Online-Sitzung ein orangefarbenes Häkchen hinzufügt und keine weiteren vorteilhaften Funktionen bietet. Was? Ziel des Fixit-Schimmers ist die Stärkung des Vertrauens in Fixit-Inge durch ein visuelles Kennzeichen, das belegt, dass es sich bei einem namhaften Pionier um einen echten handelt und nicht um einen Hochstapler und Parodie-Pionier, die sich keine Coupons leisten können. Okay. Das Fixit-Checkmark wird nur zur Belegung ihrer Zertifizierungsstatus innerhalb der fixierten Online-Sitzung für andere Pioniere sichtbar. Das Wissen um den Erwerb ist Belohnung genug. Na toll. Für so einen Quatsch habe ich jetzt eine Marke geopfert, oder was? Oh, was ist denn das? Cyberwagen? Absolut unzerstörbar. Okay. Naja, wenn wir mal Punkte übrig haben. Gut, es ist wieder dunkel draußen. Nichts ist geschafft. Aber ich hatte so viel vor. So, den Becher haben wir. Zack, zack. Super. Was hat man als nächstes? Sprengstoff habe ich mal hergestellt, neue Zünder, damit wir eventuell die Höhle sprengen können. Und wir hatten ja noch die Festplatten. Zack. Können wir mal schauen. Die nächste ansetzen. Vielleicht kriegen wir doch ein tolles Rezept. Aber erstmal lasst uns nochmal durchschauen. Hier hat man alles. Proteininhalator. Hier wäre schon was Schönes. Einhandausrüstungsplatz. Ja, da bräuchte ich mal noch einen. Gegnerscan. Okay, da brauchen wir Stahlbahn. Das wäre das nächste. Alientechnologie. Samen. Was ist ein Samen? Okay. Die Dinger haben wir noch nicht gefunden. Und hier brauchen wir Samfluktuator. Okay. Gut, also das bringt uns erstmal noch nicht weiter.
Caterium. Was hätten wir denn hier? Netzschalter. Deaktiviert, aktiviert Verbindung zwischen zwei Stromnetzen. Okay. MK2 Strommast. Waren 7 Verbindungen. Was ist denn das? Projektilleitsystem. Zielsuch Gewehrmunition. Okay. Highspeed-Anschluss. Was kann der? Verbindet mehrere Kabel und Drähte auf höchst effiziente Weise. Nutzt ein Standardmuster und ist daher vielseitig einsetzbar. Na gut. Was ist das? Kunststoff. Haben wir noch lange nicht. Mycelium. Gewebe könnte man machen, ist aber momentan nicht wichtig. Toxische Zellmodifikation. Erzeugt eine tödliche Gaswirkung anstelle einer normalen Explosion. Okay. Warum sollte ich das wollen? So, Nährstoffe war klar. Der nächste Schritt. Ernährungsprozessor. Wollen wir mal die 50 Rohre investieren? Ach, haben wir sogar noch genau. Da. Irgendwann müssen wir es ja eh freischalten. Jetzt bin ich mal gespannt. Research shows potential for processing planetary nutrients for pioneer benefit. Nutritional inhaler research available. Okay. Nährstoffinhalator, Belohnung mit medizinischer Inhalator. Stellt bei Verwendung volles Leben wieder her. Okay. Na gut, wenn wir den Becher haben, brauchen wir das ja vielleicht nicht. Na egal. Wir haben es getestet. So, hier brauchen wir Energiefragment. Ich glaube, eine gelbe Schnecke haben wir noch eine. Es ist schon wieder dunkel draußen. Komm, nimm den ganzen Quatsch mal mit. So. Vielleicht brauchen wir es ja für irgendwas. Zack. Nicht, dass ich dann wieder die Festplatte anschmeiße und hier hat man gesagt. Komm. Forschung erledigt, Forschung geschafft, Puff, Banane, zack. Nutritional inhaler recipe unlocked. Using this inhaler will restore health. Strahlendes Aussehen, oh ja, genau das brauche ich. Connected to well-being and probably not radioactivity. Cool. So, Nährstoffe abgeschlossen, seht ihr? So, und hier das Energiefragment. Habe ich schon ein, zwei Mal jetzt gesehen. Mal sehen, was das kann. Research completed. Yellow power slugs are further into their life cycle than blue power slugs and thus have more potential energy stored. They can now be processed into power shards. Mhm. Hier war das. Übertakten. Gut, das soweit sind wir noch nicht. Energiefragment. Elektroschneckenschleim zu einem festen, kristallähnlichen Fragment komponiert, strahlt eine seltsame Energie aus. Können wir dann vielleicht Batterien bauen oder sowas? Was brauchen wir denn jetzt? Noch ein paar Rahmen. Ha, ich sie alle wegschmeiße, könntest du vielleicht nutzen. Na, ich glaube, das ist schon fertig, oder? Rahmen sind schon alle weg. Nee, da sind noch welche. Komm. Ja, zack. Naja, mal so ein Forschungstag ist auch in Ordnung. Bevor wir dann weiterlegen, ist eh dunkel draußen. Wo sehen die eh nichts. Elektroschnecken. Hatte ich nicht auch so eine gehabt? Ach nee, das war eine blaue. Mist. Und hier brauchen wir so ein Energiefragment. Wo kriegen wir denn das her? Am Konstruktor oder in der Werkbank? Ein Energiefragment. Wo ist es denn? Was ist der Unterschied zwischen den zweien? Eins davon. Oh, ich habe gleich drei gemacht. Okay, sind sozusagen die gleichen. Oh. Ja. Na dann. Haben wir das auch weg. Was weg ist, brummt nicht mehr. Overclocking development completed. Power shards can now be inserted into all buildings to increase input and output speed. Das ist ja cool. Underclocking is also possible. Note:
Power consumption of overclocked buildings increases exponentially. Heißt, wir können die Maschinen ab jetzt denen sagen, dass sie ein bisschen langsamer laufen, damit es wieder effizienter wird, dass sie weniger Strom brauchen. Das klingt cool. Klingt cool. So, was haben wir denn hier noch? So, hier Inventarkapazität vergrößern. Da braucht 200 Sand. Und wo kriege ich Sand her? Wir brauchen erstmal 50 Sand. Können wir Sand machen? Sand. Oh ja. Und dann? Aus was macht das? Ach, direkt aus dem Rohquarz. Okay. Was war das? 50, ne? Da. Und wieder zurück. Haha. Ein hin und her, Quarz. Und warum genau habe ich jetzt das für das, was ist denn das? Quarzoszillator, Belohnung, Quarzoszillator. Ach, da brauchen wir die explosive Resonanzanwendung. Was ist denn hier? Ein Auto, Explorer, okay. Na komm. Exoskelett. Oh, können wir dann höher hüpfen, weiter springen, schneller rennen? Das wäre natürlich cool. Blade Runners unlocked. Equipped to run schneller faster, zu laufen, kraftvoller zu springen und Fallschaden zu verringern. Das klingt gut. Okay. Na cool. Wieder was freigeschalten. Ja, und Sand müssen wir mal gucken. Wie viel? 5 pro. Komm auf 150. Nee, da kriegt man nicht genug zusammen. Na, okay. So, und bei Schwefel, was war hier? Ah, ich glaube, es müsste fertig sein. Einmal quer durch die Anlage. Zack. Haben wir doch vor uns was gebaut. Vor uns, gestern, in der letzten Folge. Glaube ich zumindest. So, guckt mal da. So, was fehlt ihm? Alles. Gibt es keinen Überschuss mehr? Hilfe, ich möchte hier hoch. Warum kommt kein Überschuss mehr? Pausiert. Eisenerz ist drin, Kohle ist drin. Oh, das ist kein Eier hier drin. Das geht bestimmt effizienter irgendwie. Warum machst du hier nichts? Du kriegst nicht genug Stahl, bam. Aber warum eigentlich nicht? Achso, weil ich ausgeschalten habe. Da brauche ich mich gar nicht wundern. Naja. Da brauchen wir uns gar nicht wundern. Und hier gibt den Stapel wieder her. Da kann er das alles schön nebenbei produzieren. So. Und wieder zurück. Ja, ich muss das mit dem Lager und den Sachen mal irgendwie cleverer lösen, dass die Sachen sozusagen direkt ins weg vom Ort des Geschehens sind, damit man ja ein bisschen. Hatte ich so. Da rennst du einen Kilometer und hast schon vergessen, was du eigentlich wolltest. Schwefel. Das war es nicht. Das. 100 Schießpulver. Hab doch welches gemacht. Da. Komm mal mit.
Schwefel. Da. Ein Handausrüstungsplatz mehr. Da kriege ich nämlich einen Platz frei im Inventar. Cooli Muli. Toolbelt expanded. I compounded Sulfur's tristatic atom matrix into a quadrimensional gate vortex. You can now carry more stuff. Das klingt gut. Und hier experimentelle Stromerzeugung. Komm, ich packe so die To-Do-Liste. Machen wir dann das nächste Mal. Nicht, dass wir hier die ganze Zeit verplempern. Wird langsam morgen. So, dann packe ich mal das andere Zeug wieder weg. So, das kann raus und das und das. Das Kristallquarz kann raus. Das kann raus und das und das und das. So, Schießpulver kommt wieder in die Kiste. Stahlbeton auch. Ja, die Rahmen werde ich jetzt nicht brauchen. Achso, wir haben die zwei Festplatten noch. Die können wir ja schon mal reinschmeißen. Die brauchen jetzt sowieso wieder eine ganze Menge. So. 10 Minuten. Ah ja. Wenn ich dran denke, auf dem Rückweg. So. Haben wir erledigt. Wir haben Beton, wir haben diese, wir haben jeniges. Eisenplatten, sowas haben wir alles. Lasst uns feierlich außen rumgehen. Apropos feierlich außen rum, wir können ja mal schauen. Förderlift, das hat man. Das sind die neuen Teile. Die probiere ich mal in Ruhe. Pipeline-Pumpe. Das sind die neuen Sachen. Organisation. Große Schilder, Straßenbeleuchtung. Die kleinen noch nicht mal getestet. Fundamente. Wände, oh, da gibt es so viel, wo wir mal testen müssen. Architektur, oh Gott. Kann ich vielleicht mal eine Brücke hinten mal bauen? Da muss ich mal ein bisschen probieren. Hm. Gut. So, einmal quer durch. Ja, es läuft ja soweit. Material kommt an. Bin ich ja mal gespannt. So, hier hinten wollte ich hin. Zu Kohle nochmal. Ja, da können wir ja unser Laserschwert mal testen. Ja, die Kohle muss erweitert werden. Wir brauchen mehr Strom, weil wir pfeifen sozusagen auf dem letzten Loch. Die Stahlproduktion zieht so ziemlich vieles von dem ab, was wir haben. Mal gucken. Naja, wir sind schon im Maximalverbrauch, wenn alles läuft, hart am Limit. Und da sind die Biokraftwerke schon mit drin. Da sind die Biokraftwerke ja schon mit drin. Wenn die alle sind, dann, Meine Frage, wie effizient arbeitet ihr denn? Was? 100%. Ach, hier kann man das jetzt einstellen. Okay. Gucken wir uns später an. So, irgendwo war hier potenziell Kohle normal. Hier, ne? Irgendwo hier drin. Bin ich jetzt mal gespannt. Tadam. Hier waren ja die blöden Spinnen, ne? Kommt, ihr Spinnen, kommt! Ich habe eine Waffe. Oh. Ein Loch in der Karte, oder wie? Nee, das ist nur ein Eisenfragment. Okay. Können wir jetzt die Bäume fällen? Nö. Man muss es ja mal probiert haben. Ach, hier war das, genau. Spinnlein, Spinnlein an der Waage. Kommt zu mir. Hallo? Keine Spinnen weit und breit.
Okay. Apropos, da ist der andere Ausrüstungsplatz. Lass uns mal so machen, dass dorthin ja wieder ein Platz mehr. So, na dann, jetzt bin ich ja mal gespannt. Zack. Komm. Richtig mit volle Lotte. Wir sprengen hier alles. Nicht geizen, wir haben genug davon. Ups, halt mich nicht fest, sonst spreng ich dich weg. Kann ich dich wegsprengen? Habt ihr es gesagt? Pech gehabt. Oh, auf die Plätze, fertig. Geht das im Fotomodus? Nee, ne? Schade. Puh. Okay. Nicht so effektiv, wie ich gedacht hätte. Wir haben ja noch mehr davon. Mhm. Das hast du aber jetzt gut getroffen, muss man mal so sagen. Was? Weh, du drückst jetzt, dann sprengst du dich selber. Ja, viel hilft viel. Und jetzt weg. Vorsicht, hier vorne sind auch noch welche. Ah. Auf die Plätze, fertig. Was, dass der ganze Berg zusammenbricht? Na komm. Den kriegen wir auch noch weg. Das Spiel will eindeutig nicht, dass ich den Felsen wegsprenge da oben. Verwandt. Geht's vielleicht von hier? Da geht's urplötzlich. Na gut. Ich beeile die Granaten. Nochmal. Eins, zwei. Aber jetzt. Jetzt zerbeiß ich's. Und da ist stehen geblieben. Na gut, wir gucken trotzdem mal. Hallo. Sieht ja eigenartig aus. Was gibt's hier? Ah, und zack. Nein. Nimm mal dein der Gerät. Schon arg gruselig. Das ist ein Elektroschnickel. Können wir die grünen Dinger jetzt wegsprengen? Wir haben doch noch was einstecken. Ich glaube, ich werde den ganzen Planeten sprengen. Nummer 1. Das war wieder clever. Ja. 1, 2 und... Erledigt. Da ist noch einer. Ich werde zum Sprengmeister. Ich werde nur noch rumsprengen. Ach, da hinten dampft doch auch noch was. Ich sag da hinten.
nicht, dass ich die Schnecke jetzt wegsprenge. Und... Na cool. Mein Schatz. So. Oh. Hier. Große Spinnen. Guck mal, ich habe ein Laserschwert. Ich habe die Macht. Au. Warum kann ich sie nicht einsammeln? Ich kann manche Dinge nicht einsammeln. Ich starte mal kurz neu. So, ich habe nochmal neu gestartet. Das habe ich auch schon mehrfach jetzt gehabt, seitdem ich das Spiel auf dem Server habe. Manche Dinge kann ich einsammeln und bei manchen kriege ich gar keinen Fokus. Ja. Aber wer weiß. Es ist halt ein Spiel, da kann sowas schon mal vorkommen. Es sind jetzt keine wichtigen Ressourcen, nur ein bisschen Holz. So, denke dran, hier gab es eine Spinne. Aue! Wo bist du? Cool. Fetzt. Aha, Spinnen, kommt her. Ihr habt keine Chance mehr gegen mich. Ich habe die Macht. Was? Aber warum hier ist da gar nichts Grünes? Ach, da hinten. Hab ich ja völlig übersehen. Na komm. Jawohl. So. Einer war noch. Nimm das gleich mal mit. Immer noch. Aber hier ist doch gar nichts. Nein. Die sind aber auch lästig. Irgendwann weg, nicht, dass du dich wieder selber hochjagst. Aber jetzt sollte doch Ruhe sein, oder? Erledigt. Aha. Und dein Bäschi wieder in der Hand? Coole Pilze. Das ist nix. Okay. Haben sozusagen keine Bedeutung. Ich dachte, ich könnte die jetzt irgendwie extra erforschen. Gibt nur Mycelium. Okay. Ja, kann sich später einsammeln. Komm, wir wollen etwas entdecken. Kann ich die großen wegsägen? Muss ich die Säge überhaupt nur einstecken? Hm, den Scanner brauche ich gerade nicht. Ich will die Säge. Ich habe nur Material einstecken, ja, ne? Gibt 27 davon. Okay. Weiß ich Bescheid. Mach doch so und den Becher hier vorne. Denkt dran, hier könnten noch mehr Spinnen hausen. Was sind wir denn jetzt genau? Ach ja. Mittendrin statt nur dabei.
Das ist schon eine ganz schöne Ecke. Bin ich auch gespannt, wie wir hier rauskommen. Aber es geht offensichtlich nach oben. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir sind auf der Reise zum Mittelpunkt der Erde. So ein bisschen Jules Verne-like oder so. Die Geräusche sind schon cool. Ach, dass sie keine Gegner sind, wundert mich so ein bisschen. Was bist du denn? Bohre nach Rohquarz. Okay. Cool, da können wir ja Sand produzieren. Hier. Dann markiere ich mir das gleich mal. Quarz. Höhle. Normal, ne? Da. Ja, dann können wir da hier auch eine Produktion hinpacken. Da. Gut, gucken wir mal weiter. Gehen wir halt mal auf Entdeckungstour. Oh, schön, wenn wir jetzt Quarz haben, dann können wir ja Sand herstellen. Ich hab's doch irgendwie gehört. Oh, Kleid 3. Einer lebt noch. Komm her. Haha. Mit mir nicht, meine Freunde. So. Oh, da ist noch eine Schnecke. Komm her, Schneckchen, komm her. Komm zu mir. Du bist meine Elektroschnecke, die ich im Schaltschrank verstecke. Jetzt dreht er durch. Oh, da hat man eine Spinne. Ich höre noch was. Hilfe! Was bauen wir denn da überhaupt dran rum? Ach, ein kleiner Minimalschlüssel. Hallo? Da! Ich höre Geräusche! Komm zu mir, ich fange dich. Aha, komm. So, ist jetzt hier Ruhe im Stall? Ich höre trotzdem Geräusche. Irgendwo ist doch da was. Tap, tap, tap. Da ist noch eine Schnecke. Ich höre hier irgendwo noch tapsen. Pff, jetzt ist vielleicht so ein großer, der irgendwo rumrennt. Ja, ein Holz mit. Was bist du? Xam. Okay. The strange alien matter, seltsame Alien-Materie, Xam. Okay. Dormant crystalline state, meaning it won't break down your body into its base atomic components on touch. This living matter is extremely versatile and has countless applications.
Research it in a MAM to establish locally appropriate classification and application, as well as a secure method of awakening. Okay. Na ja, komm, mach mal 50 voll. Cool. Was können wir jetzt damit anstellen? Wir können mal gucken. Da. Okay. Müssen wir sozusagen erst erforschen. Aber bohren könnten wir es doch potenziell, oder? Habe ich vielleicht alles mit? Miner? Ja, stell erstmal hin. Weggeräumt ist es schnell. Fehlt noch ein bisschen Biosprit. Bio hätten wir auch. Und Strom von da nach da hätten wir auch. Und guck mal, wir haben ein bisschen Holz. Ich habe da Holz gesammelt. Da. Wie viel kannst du sammeln davon? 60 pro Minute. Na, immerhin. Kriegen wir noch einen Container hin? War schön, wenn man mal so viel Müll einstecken hat. Cool. Dann kann der doch hier schon mal in Ruhe sammeln. Und ich gehe mal noch ein Stück weiter. Ah, dann wird die Folge heute mal ein kleines bisschen länger. Aber jetzt, wo wir ja so auf Entdeckungstour sind. Und Material haben wir ja. Oh. Apropos Material. Ich kenne mich ja. Bin noch eine Stunde unterwegs. Da sollte ich vielleicht hier einen Container hinstellen, wenn ich noch einen kann. Oh. Es fehlen drei Eisenrohre. Ja. Muss das sozusagen reichen? Nehmen wir erstmal ein bisschen mit. Ja, ich habe euch alle getötet. Ja. Hat es jetzt halt doch nicht mehr gereicht. Für was habe ich denn die ganzen Eisenrohre verbraucht? Das weiß der Fuchs. Was? Der Fuchs weiß das? Ich glaube... Oh, da geht es auch noch lang. Und hier geht es lang. Hier wäre in die Richtung. Oh, nochmal Quarz. Rein vor allen Dingen. Hör mal auf. Oder mach einfach weiter. Ich markiere das mal. Quarz. Höhle. Rein. Zweimal, weiß ich. Icon, zack. Wo ist mein Finger? Da. Reicht. Ich gehe mal davon aus, dass die andere auch rein ist. Oh, da ist noch ein paar Spinnen. Die ist despawned. Habt ihr das gesehen? Meine Macht hat ihren Gar ausgemacht. Gut. Die sind schon tot. Reicht. Okay. Auch rein. Okay. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir doch da gar keine Probleme. Nur der Weg von hier an ist ein bisschen weit. Aber wisst ihr was? Weil wir immer hier sind, ich gebe einfach ab in die nächste Folge. Und dann machen wir da morgen weiter, wo wir hier aufgehört haben. In diesem Sinne, lasst mich eure Meinung wissen. Haut es mir in die Kommentare. Like die Folge, abonniert den Kanal. Und schaltet morgen wieder ein. Und dann
schauen wir mal, wie weit die Hülle noch nach hinten geht. Wir haben ja noch ein bisschen. Also in diesem Sinne, bis morgen, Tschüssikowski und bye bye.